Hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Patch News. Und zwar wurde jetzt der Patch 232 released und er bringt zwei Kreaturen mit sich, einmal den der Metrodon und den Dung Beetle. Letzteren seht ihr auch gerade hinter mir. Ich habe dazu wie immer zwei Zam-Videos gemacht, die ich euch auch verlinken werde. Und ansonsten gibt es noch dass jetzt die Smithy, die HP wurde jetzt auf 1500 gesenkt. Dann wurde die HP von Large Storage Box auf 2400 gesetzt und eine Large Storage Box besitzt jetzt auch 45 Slots. Und dann wurde, das habe ich allerdings nie benutzt, es gab wohl, oder beziehungsweise es war vorher wohl möglich, dass ihr Battle, Tatar und Enduro Stu wohl stacken könnt. Das geht jetzt nicht mehr. Und der Buff von Battle, Tatar wurde auf 60% reduziert und Enduro Stu Buff um 35% reduziert. Und es wurde das Verschwinden von Quetzals, das wurde jetzt gefixt. Und was es jetzt noch gibt, ihr könnt jetzt Bier brauen. So, das Ganze bekommt ihr für 24 Engram-Punkte und das könnt ihr in der Smithy machen. Ich sehe schon, mein Kleiner hier ist irgendwann weg. Er soll mir auch immer noch Öl produzieren, was er noch nicht so wirklich machen will. Aber scheinbar dauert das. Na gut, ich mache jetzt mal. Nicht, dass er mir noch gleich wegläuft. Stattdessen schauen wir uns jetzt mal das mit dem Bier an. Wir brauchen 500 Wood, 80 Metal Ingots und 100 Cementing Paste. Gut, ich würde sagen, ich hole die Materialien wieder, wie immer, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe alles zusammen. Thatch, Water und Berries braucht ihr also dafür, okay. So, ich würde sagen, dann schlage ich mich hier einfach mal gerade auf. Damit ich hier erstmal Wasser in der Nähe habe, kann ich das einfach so hinstellen? Könnte ich. Okay, die Frage ist jetzt, ob ich dafür noch eine Wasserleitung benötige. Ich befürchte irgendwie ja, ich bin mir aber nicht sicher. Ah, da steht es ja auch schon. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Wasserleitung. Put thatch, berries and water in this. Wait for fermentation. Then fill up a glass jar. Okay, also eine Water Jar brauchen wir auch noch. Okay, dann würde ich sagen, lege ich hier mal gerade eine Wasserleitung. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es jetzt mal angeschlossen und ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen. Das Ganze bekommt ihr auf Level 35 und ihr braucht wohl für ein Bier 40 Thatch und 50 Berries. Also es ist egal, welche Beeren. Ich habe jetzt einfach Magic Berries genommen. Und scheinbar, das Bier muss eine gewisse Zeit reifen und scheinbar braucht das wohl 6 Stunden. Ich nehme mal an, die meinen hier die Stunden im Game. Und dann könnt ihr das wohl in einer Water Jar abfüllen. Kurzes Update, zwar nicht was das Bier angeht, aber was meinen Dung Beetle angeht. Er ist sowohl Öl als auch Fertilizer produziert. Ihr seid einfach auf Wandering setzen und dann macht er das schon. Okay, das dauert scheinbar sehr lange. Ich habe jetzt lange gewartet, aber es ist nichts passiert.
Passiert so auch nichts. Ich habe jetzt auch schon gelesen, es kann vielleicht bis zu 12 Stunden dauern. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das in-game ist, aber ich denke mal, das wäre ja sonst... Naja, ich teste noch ein bisschen weiter. Interessant. Lassen wir mal so stehen. Okay, es dauert scheinbar sehr lange, bis das Bier herangereift ist. Ich habe jetzt eine Weile gewartet. Ich habe auch mal die Jar hineingelegt, aber da war jetzt auch noch nicht der Fall, dass jetzt was gekommen ist. Lassen wir mal so stehen. Ihr könnt das ja selbst ausprobieren, aber ihr wisst zumindest, wie es halbwegs funktionieren soll. Gut, das war's. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen.